Alles klar. Weiter geht's mit dem kleinen Extra-Part, den ich euch angekündigt habe. Und zwar haben wir in Ascanta, ja, einen Damenring im Brunnen gefunden. Und der Typ sucht den. Müssen wir mal gucken. Kaladasha sagte, wir würden beide sehr unglücklich werden, wenn wir wüssten, wo der Ring ist. Da muss er mir in den Augen abgelesen haben. Er wusste, wenn sie es herausfindet, kommt es zu einem riesen Streit zwischen uns. Vielleicht ist er ja kein Betrüger. Oh, was für ein Kuddelmuddel. Willst du ihm den Damenring zeigen? Ja. Duan zeigt dem königlichen Minister den Ring. Das ist der Ring, aber wie... Nein, das ist unmöglich. Er sieht genauso aus wie der, den ich verloren habe. Aber er kann es nicht sein. Aber bitte sagt meiner Frau nichts davon. Ich gebe euch das dafür. Duan erhält einen Weisheitssamen. Juhu! Das ist das, was ich noch eben machen wollte, bevor wir jetzt hier diesen Part extra ansprechen. Und ich werde mich nochmal eben ausruhen hier. Über Nacht. Und dann holen wir uns die drei extra Creatures. Wie gesagt, ich habe mir schon überlegt, welche drei es sein sollen. Ich bin mal gespannt, ob wir die drei auch kriegen. Ja. Den einen kann man eigentlich ja schon direkt, wenn man Furbury rausgeht, bekommen. Wäre aber nicht so clever, wenn man das macht. Nee. Nee, nee. So, guck mal, ob das überhaupt richtig ist, der Ausgang hier. Ah, Jessica in ihrem heißen Tänzerinnenkostüm. Das sieht mal so süß aus. ja, doch, wir müssen hier nach oben. Ja. Natürlich werde ich mit Weihwasser arbeiten, denn hier möchte ich relativ ungestört durchrennen können. Aber das ist auf diesem Weg hier. Wenn man sich am Anfang hier die Map mal so anguckt und es ein bisschen auskundschaftet, dann könnte man auch schon auf das Viech stoßen. Man sollte aber aufpassen. Wenn du am Anfang auf das Viech stößt, dann bringt es dich hundertprozentig um. Moin, dann killt, da ist es. Es killt dich instant. Einige kennen es aus Dragon Quest Monsters, da war es der Kampfrex. Hier ist es Hackzilla. Komm her. Und das Ding ist gewaltig stark. Der Axtoraptor. Ich hoffe mal, ich krieg das Ding down. Weil der auch so noch stark ist. Durch Flammenhaus. Autsch. Der ist schon brutal. Oh, 76 ist schon mal ein schöner Schaden. Hat jetzt gerade 100 weg. Jawoll, der Pinsel jetzt mal. Eine voll die kleinen Stummelärmchen. Der Süße schläft. Jawoll, der Süße pennt immer noch. Das heißt, wir können uns mal fein aufladen. Konzentrieren hier, ne? Wir müssen das Ding ja auch kaputt hauen. Der ist nämlich wirklich stark. Also von den dreien, die ich bekämpfen möchte, ist er, glaube ich, der gefährlichste. Wobei der dritte auch noch Damage machen kann. Und das sind zu diesem Zeitpunkt meines Erachtens nach auch die stärksten Viecher, die man sich holen kann. Und mit denen kannst du in der Monster Arena wirklich schon einiges leisten. Das ist ja 149 und der schickt immer noch. Und er hat so viel Geld. Jawohl! Angst, du hast doch so voll tot. 100 Erfahrungspunkte und eine Silbermonstermünze. Der Axtoraptor erhebt sich. Ja. Du hast bereits die maximale Anzahl. Wer soll weg? Schlingel. Schlingel in die freie Natur entlassen. Jo. Der Axtoraptor auch Zillagnan schließt sich dem Team von Duran an. Haut nicht ab, wenn ihr ihn besiegt habt. Und hier hinten gibt es noch eine Schatztruhe. Die wollte ich eigentlich, wie gesagt, die Schatztruhe in der Welt erst später holen. Mache ich jetzt direkt, weil wir hier schon mal stehen. Ein Lebenssamen. Der ist deshalb schwer zu erreichen, weil hier echt, jetzt steht halt Hackzilla da vorne. Bitte auf dem Hügel, ne, wir müssen nach Chordain, denn da gibt es die letzten beiden. Und die nächsten beiden, die ich haben möchte. Und die sind beide nah an Chordain dran. Beziehungsweise einer ist weiter weg, der andere ist ziemlich nah dran. Den anderen habt ihr schon in einem der vorherigen Parts gesehen. Oder vorletzten oder sowas, wo wir auf dem Weg nach Fudain waren und das Gold gesucht haben. Der streunt hier auch irgendwo rum. Das ist ein sehr effektives Monster. Macht nicht viel her, sieht nicht nach viel aus, kann aber bis zu zweimal in einer Runde angreifen. Und ist, jetzt bin ich völlig falsch gelaufen.
Naja, gut. Kann passieren. Muss ja nicht hier lang. Da unten, wo ich gerade war, kann ich vielleicht nebenbei noch mal eben erzählen. Heilige Mutter Gottes. Okay, das wird ein schöner Fight hier. Eigentlich wollte ich nicht gehen. Nicht fliehen. Dankeschön. Ja, eigentlich wollte ich euch ja nur hier in dem Extra das zeigen. An dem Ort, wo wir gerade waren, da gibt es später den Schleimkönig als berüchtigtes Monster zu finden. Und wir müssen jetzt... Weil das halt auch zu wirken wird, spielen wir es nochmal. Nicht mehr so viel Weihwasser. Das ist auch nicht mehr so effektiv, muss man sagen. Weil wir nicht, weil das höchste Level hier haben und die Gegner aufhalten können. Der dritte wartet da ganz hinten auf uns, wenn wir jetzt straight gerade auslaufen. Aber ich möchte hier lang. Denn die zweite Kreatur, das zweite Monster, hüpft da vorne rum. Hallo, das ist eine Fresskiste. Die Kannibalenkiste erscheint. Stoßwirbel, Axt der Angst, Zwillingsdrachen, Schrummerfall. Amster, der erste Angriff? Alter Schwede. Tötest du jetzt meine Jessica? Du kannst zweimal angreifen. Aber nein, anscheinend. Die sieht so cool aus. Nee, nick. Das ist schlecht. Nein. Mein Gott, sie steht noch. Okay, zack. Zack, Jessica wird verteidigen. Weil ich keine Lust habe, dass die meine Jessica tötet. Ist da. Und sie ist da oben. Bitte, jetzt kann ich. Jetzt zack. Na klar! Leck mich doch! Jetzt pennen alle bis auf Jessica! Nein! Jessica, du musst ihn töten. Nein, jetzt ist Jessica tot. Ah, du blöde Scheiße. Alter Schwede. Aber könnt ihr auch mal aufstehen, ihr Pissnelken. Danke, Jengis. Das läuft ja super. Ey, das gibt's nicht. Jessica ist tot, das heißt, wir müssen gleich erstmal wieder zurück. Nein, 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 nein. Oh Mann, ey. Super! Jetzt ist mein Held gleich tot! Scheiße! Jetzt seht ihr mal, warum ich die Fresskiste haben wollte. Die ist so krass stark. Mit dem letzten Schlag. Nur noch getötet, na Gott sei Dank. Es gibt doch eine Kupfermonstermünze dafür, ey. Ja, du sollst mitkommen. Ich habe zwar das meiste, aber ich schicke den einsamen Edrik. Ja. Die Kannibalenkiste auch Schnapper genannt. Schließt sich dem Team an. Toll. Jetzt muss ich mich erst wieder porten. Teleportation, Teleportation. Hütte auf dem Hügel. Von da aus gehen wir dann los. Die letzte Kreatur ist wieder ein Drache. Und ja, gut, da müssen wir jetzt eine Weile für laufen. Aber wie gesagt, ich mache ja diesen Part extra dafür. Die Fresskiste, ne? Und der letzte, ich hab gedacht, die Fresskiste ist nicht so gefährlich, aber die ist ja echt schon krass gemeinstark, ey. Oh, verirrte Schäflein. Wiederauferstehung. Alter, 210 Goldmünzen. Ist das Betrug? Jessica ist wieder auferstanden. Na toll. Ach scheiße, ich wollte ja speichern. Falls ich bei dem dritten Monster drauf gehe, dann habe ich wenigstens die anderen beiden gespeichert. Oh Mann. Wer ahnt denn sowas? Ja, und ihr seht, deswegen wollte ich diese Fresskiste unbedingt haben, weil die so cool ist. Hütte auf der Hügel. Oh, der Hill ist ja weiß, ne? Hallo. Ja, nu, lass mich pennen.
Ja, bitte die ganze Nacht. Gut. Auf geht's. Holen wir uns das letzte Monster. Fürs Erste. Ups. Und wie gesagt, dann werde ich erstmal ein wenig Offscreen-Training betreiben. Die Monster-Arena mache ich natürlich mit euch zusammen, genauso wie ich Schloss Trodane komplett mit euch zusammen erforschen werde. Es geht halt jetzt nur darum, dass ich mir die Arbeit, sag ich mal, ersparen möchte, euch komplett alles zu zeigen im Schloss, das ganze Training. Ich zeige euch im Schloss Trodane auf jeden Fall alles, aber das Training müsst ihr nicht mit ansehen, das ist wie gesagt, ich habe es auch beim anderen Let's Play schon gesehen, aber am vorherigen Part, es dauert einfach ewig lange hier. Im Schloss Trodane ist es dann auch nicht wirklich so spannend. Vielleicht stehe ich sogar ein oder zweimal, aber dann sage ich euch ja drauf. Wenn ich wieder aufnehme. Bin jetzt erstmal gespannt. Das Angelo erstmal Stufe 16 erreicht, finde ich gut. Okay, aber es ist alles jetzt eigentlich nicht von Bedeutung. Ich will ja eigentlich hier nur durchrennen. Da muss ich lang. Ich will doch nur den mein drittes Teammitglied holen. Ach, ui, da kannst du runterspringen, ne? Aber sonst immer, nee, ich bin zu hoch, ich hab Angst. Das schaffe ich nicht. Na, ich muss mal gucken, wo ich hin muss. Ich muss. Ach Gott, ich muss hier komplett durch die Schüsse. Alles Wüste. Moment. Da hoch. Schlammhände. Schlammhände, Schlange. Oh. Das kann ich jetzt absolut nicht gebrauchen. Dankeschön. Ja, ich bin ja eigentlich nur auf dem Weg, mein drittes Monster zu holen, ne? Ja, nur ist gut. Boah, die Wirkung des Weihwassers lässt nach. Mann, Weihwasser muss ich auch mal wieder nachkaufen. Hab ich auch wieder nix. Das Schiffchen muss hier raus. Ja, so nutzlos hält. Hui, da springst du runter. Hi, wuff, wuff. Ach ja. Ich weiß, ob ich von Trodane aus, von der Hütte, von der Kirche, bei West Trodane schneller gewesen wäre als so. Jetzt bin ich schon wieder falsch gelaufen. Ey, leck mich doch, ey, Mann. Schützenwächter und Felsbombe. Dabei sollte der Part gar nicht, ich sag dir, was da 10 Minuten oder sowas verliert. Jetzt wird doch wieder ein 15 bis 20 Minuten Part, bis ich meine drei Kreaturen habe, ey. Mein Gott. Die ist doch nicht möglich. Ist auch erstmal zu dem Viech da hin und das dann besiegen. Ich hab's ja auch noch nicht gesagt, ob ich das besiegt krieg. Eigentlich hatte ich vor Hackzilla die meiste Angst, aber der hat natürlich auch einige fiese Fähigkeiten. Er kann auch Feuer spucken. Er kann mit Sand werfen. Ja, ja, der ist ganz lustig. Was zu? Hä? Lol. Ich verlaufen. Hoch und dann nach links. Ja, gut. Nein, nix Mambo Jumbo. Ja, vielen Dank. Lass mich nicht. Danke. Wenigstens lassen Sie mich gehen. Mambo Jumbo. Was ist er denn jetzt? Mal wieder gucken. Ich glaube hier hoch. Oh, Wirkung des Weihwassers. Menschenskinners. Wisst ihr, man sollte nicht unter Zeitdruck aufnehmen. Das bringt's nicht. Jetzt hier oder ist er nicht hier?
Hallo, wo bist du? Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Bist du da, bist du nicht da? Da hinten ist er! Der alte Fettsack. Da ist er. Den kennen wir, den Wampendrachen, ne? Hier geblieben. Der Drachentöpfer. Den will ich auch noch haben. Bums, 68er Schaden. Oh, um Gottes Willen. Ah, aber 32. Oh, oh. Vielleicht knapp, jetzt hat er gut fast 100 weg. Hey, nein. Scheiß Ding. Und viel. Oh, wenigstens Schaden machen. Zauber. Mittelheilung. Du konzentrierst dich. Du machst. Nochmal gähn. Und du machst Schlummerfall. Vielleicht krieg ich ihn eingeschläfert. Ja! Du bist eingenickt. Sehr gut. Natürlich wacht er dann mal wieder auf. So ist das los hier. So, wenn ich mich einmal konzentrieren sollte, reichen. Ich habe Angst, wenn du mal gähn. Und du kannst ganz normal an. Oh oh, Sandwolke ist gar nicht gut. Schön, schön, schön. Gott sei Dank. Die Sandwolke würde nämlich erst meine Genauigkeit senken. Ah, dieser Drachentöpfer. Ja, da machst du den Schlummerpfeil mehr Schaden. Der steht immer noch. Naja, bloß angreifen. Der muss weg. Der muss ganz schnell weg. Nicht. Ja, Gott sei Dank. Wenn dich Sand im Auge trifft von dem Viech, dann kannst du keine physischen, oder solltest du keine physischen Attacken mehr einsetzen, weil die dann halt oft daneben gehen, sondern dich auf Zauber konzentrieren. Die funktionieren dann immer noch. Kannst du jetzt mal abnippeln? Mein Gott, Wambo, ja, er heißt Wambo. Aua! Anfänger, Mann! Wambo, nun leg dich doch mal hin, Mensch! Ja, nicht so! Mit den Schlafverletzten, du sollst tot umfallen und dann wieder aufstehen und mitkommen. Wo ist der Plan? Na, endlich! Ach Gott, oh Gott, Leute, hello, Philos! Der Drachentöpfer ist besiegt! 374 Erfahrungen, 53 Gold und eine Silbermonstermünze. Der Drachentöpfer sieht die Gruppe respektvoll an. Boah, ja, gute Werte. Natürlich darfst du mitkommen. Für den Grimser. Ja, tuff, tuff, tuff. Der Drachentöpfer, auch Wambo genannt, schließt sich dem Team von Duran an. Juhu! Ich glaube, wir sollten noch nicht zurückgehen. Ich glaube, hier hinten gab es noch eine Schatztruhe. Ich hoffe, die kriege ich auch auf mit einem Diebeschlüssel. Da ist noch eine. Tja, ich wollte doch sagen. Schnell mitgenommen. Jawohl, aufgeschlossen. Und wir haben einen Magiesamen. Das ist gut. Teleportation. Ich möchte auf die Hütte am Hügel. Und dort das Let's Play. Ja genau, das ganze Let's Play beende ich jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Hier beende ich natürlich nur diesen Part, der doch mit 20 Minuten enorm lang gedauert hat. Was ich nicht gedacht habe. Ich dachte, ja, das passt schon, machen wir ganz schnell. Hier, zock, 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 zock. Holen uns eben die drei Kreaturen und weiter geht's, ne? Aber wie ihr seht, jetzt haben wir wenigstens das Team mit Hackzilla, Wambo und der Fresskiste. Dieses Team wird in Maurice Monster Arena den größten Teil erledigen. Die anfänglichen Ränge werden die drei ohne Probleme meistern. Und das ist das, was ich erreichen möchte. Mit etwas Glück schaffen wir sogar noch einen mehr. Aber
Das ist alles Zukunftsmusik. Ich werde jetzt mich darauf konzentrieren, offscreen zu leveln und meine Charakter auf ein angenehmes Level zu führen, sodass ich euch Schloss Trudaine ohne Probleme zeigen kann. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Bis dahin, bleibt munter, euer Duran, wünscht euch alles Gute und tschüss und ciao.